Wenn du einen Christen derart Probleme machst, ja, ich habe gerade Stopp gemacht, das Video schon wieder, dann wird mein Gott sich darum kümmern. Mein Gott, du wirst sehen, du wirst das nicht glauben. Ich hatte das schon mal mit jemandem gehabt in Deutschland. Da war zwei Wochen später bei dem Krankenhaus. Ganz schlimm. Ja, jetzt vor kurzem. Und kann dir viele Sachen erzählen. Ich brauche meinen Finger gar nicht zu rühren. Du hast auch gar keine Ahnung, was du tust. Wenn du fälschlicherweise einen Christ angreifst, dann wirst du sehen, wie mein Gott wirklich da, wie mein Gott wirklich existiert. Und dann wird dir was sehr, sehr Schlimmes passieren. Ich weiß, dass du das jetzt nicht glaubst, dass du darüber lachst, weil du eh gar keinen Gott hast. Du glaubst an gar keinen Gott. Würdest du an einen Gott glauben, würdest du niemals jemanden Hurensohn nennen. Und ein Hurensohn nennt nur jemanden Hurensohn, ja, der gesehen hat, wie seine Mutter ist. Ja? Denn der geht nicht davon aus, dass andere Mütter ja, anders sind. Jemand, der weiß, wie seine Mutter ist, der denkt, alle Mütter sind so. Darum nennt er andere Hurensohn. Ja? Jemand aber, der weiß, dass seine Mutter heilig ist, nicht wirklich heilig, nur Gott ist heilig, aber du verstehst schon, der würde niemals jemand anderen seine Mutter Hure nennen. Niemals. Kann mal ausrutschen, kann mal passieren, ja, aber so bewusst, wie du das machst, niemals. Ja? Und siehst du, ich rede mit dir immer noch ganz normal. Ja? Ich bin neugeborener Christ. Aber ich sag dir, Tovik, ja, ich habe noch nicht mal, ja, du hast gesagt, ich weiß genau, du wirst niemanden zu, der wird niemanden zu meinem Bruder schicken. Ihr denkt, ich bin blöd. Ja, ich höre doch, wie er redet. Der Typ redet genauso wie du, genauso dumm wie du redet er. Alle beide. Alle, ich bin Jugo. Du sagst es selber, ich bin halb Jugo. Willst du mit Serben, willst du dich anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Hä? Du Vollidiot. Hä? Wie viel hast du bezahlt? 50 Euro, dass er die Sprachnachricht macht? Na, keine Sorge, ich werde denen eh nicht sagen, wer du bist. Ja? Junge, ja? Wenn er wirklich gefährlich wäre, wenn er wirklich was drauf hätte, wenn er wirklich jemand wäre, würde er niemals mir sagen, ja, morgen ist hockt jemand bei deinem Bruder in eine Sprachnachricht schicken, die ich direkt der Polizei geben kann. Denkt ihr, ich bin blöd? Ihr seid so dumm, dass ihr euch nicht mal vorstellen könnt, dass es ein bisschen mehr Intelligenz gibt als euch. So blöd seid ihr. Ja? Also hör auf mit deinen Drogen, mit deinem Schwachsinn. Wie du sehen kannst, habe ich viel mehr Erfahrung und weiß ganz genau, wie das geht. Ich bin derjenige, gewesen, ja? Der bei Leuten in den Türen auf einmal stand. Das war ich. Ja? Das mache ich jetzt nicht mehr. Ja? Und das ist dein Glück, Tufik. Das ist echt dein Glück. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hör auf damit. Beleidige mich, mach was du willst, es ist mir scheißegal. Beleidige, mach egal, mach was du willst. Lass meinen Bruder aus dem Spiel und lass deine Mutter und deine Kinder aus dem Spiel. Ja? Lass deine Frau und deine Kinder aus dem Spiel, denn ich habe deine Frau und deine. Das ist, was mich ärgert. Ja? Nicht, weil ich denke, irgendjemand könnte denken, ich hätte es gemacht, weil jeder, der mich kennt, ja, weiß, ich würde das niemals tun. Niemals. Ich habe in meinem Leben sowas niemals getan. Ja? Und jeder Christ weiß genau, dass ich sowas niemals tun würde. Und jeder, der außerhalb des Christentums ist und mich nicht kennt, ja, und du hier mich schlecht darstellen willst, ist mir sowieso scheißegal. Ist mir scheißegal. Ja? Weil der wird irgendwann mal sterben und in die Hölle gehen. Und ich werde zu Gott gehen und meine Geschwister dort sehen. Der ist mir in dem Moment scheißegal, wenn er das wirklich von mir denkt. Siehst du? Ja? Aber, ja, ich will dir ein Beispiel geben. Ja? Du willst ein Beispiel haben, ja? Mach Armut. Du weißt, wer Armut ist. Der hat mal seine Familie mit reingebracht, ja? Bei sowas. Und hat gesagt, ja, ich komme, meine Cousine ist gestorben. Zwei Wochen später ist seine Cousine gestorben. Weißt du? Weißt du, was das heißt? Und ich habe ihm noch gesagt, sag nichts über Cousine, Gott wird uns bestrafen. Ich sage ihm, ich kann das nicht tun, ich werde das nicht aussagen, ja? Ich habe gesagt, ich werde das nicht aussagen, das und das, ja, was genau. Und er hat es dann getan. Er hat dann gesagt, ja, ich konnte nicht kommen, weil meine Cousine gestorben ist. Und zwei Wochen später ist sie gestorben. Lass deine Cousine aus dem Spiel. Mein Gott existiert wirklich. Und wenn du deine Cousine, wenn du deine Familie reinbringst oder meine Familie reinbringst, wird mein Gott dich hart strafen, Tufik. Ich warne dich hier nur. Siehst du mal, ja? Siehst du mal. Ich könnte auch schweigen, ja, und warten, bis das passiert, was auf dich zukommen wird. Ja? So. Ich habe deine Frau Sprachnachrichten geschickt, ich habe sie nicht beleidigt, ich habe ganz normal geredet, ja, dass sie dir schicken soll, ja, dass sie keine Angst haben braucht, dass ich ihr nichts tun werde, dir nichts tun werde, deinen Kindern nichts tun werde, weil du erzählt hast, die wäre voll nervös und bla 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 wegen mir. Was machst du, du Spasti? Du bist der, deine Frau nervös machst. Du, ja, du geisteskranker Psychopath bist
der jetzt seine Kinder und seine Frau nervös macht für eine Lüge. Ja, für eine Lüge. Ja, du Geisteskranke. Ja, deine Frau und deine Kinder haben jetzt Angst oder deine Frau hat jetzt Angst, weil du denen irgendwas erzählt hast, da ist so ein böser Typ, der will euch was machen. Ja, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Da kommt mir hier so ein Spasti und sagt, was, du tust hier meine linke Hand, du tust hier meine linke, wieso bist du nicht die rechte Hand? Ja, du Wurm, wieso bist du nicht die rechte Hand? Soll ich dich mal ablösen kommen? Ja? Wenn du die linke Hand bist, tuffig von irgendjemandem, was ist dieser Typ dann, wenn du ein Wurm bist? Was ist dieser Typ? Ein Vogel, der dich Wurm auffrisst? Ein Vogel? Ja? Denkst du, das ist ein Löwe? Wenn du die linke Hand von jemandem bist, vor sowas soll ich Angst haben? Ja? Kommt her, ja? Kommt her, ich rede mit euch. Und ihr werdet dann noch ihn hassen. Ihr werdet ihn hassen, wenn ihr erfährt, was das für ein Typ ist. Ihr werdet erfahren, was das für ein Typ ist. Der Leute vor Gericht bringt, ja, weil er die, ja, weil er jeden von sich weghaben wollte. Leute, ja, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, komm, lass uns alle Kriminelle verraten bei der Polizei und dann übernehmen wir das Geschäft. Und du Spasti, trost mir, ja, und vertraust einem Vollspasti, du tust einen Vollspasti als linke Hand nehmen, du kleiner Pisser, du drohst mir, du kleine Pisser, und hast du nicht mal ein kleines bisschen Menschenkenntnis, du kleine Wichser, du schickst jemanden morgen bei meinem Bruder in die Wohnung, hä? Sag mal, du Vogel, Alter, hä? Junge. Jungs, ich will, dass ihr diese Nachricht an jeden weitergibt, ja? Und tut dem Tufik nichts. Ich will, dass ihr dem Tufik nichts tut, ja? Weil sonst ist das nachher auf mich zurückzuführen. Ich will aber, dass jeder diese Nachricht sieht. Und ich sage euch noch was, ja? Ich will, dass jeder von euch die Freundschaft von ihm kündigt. Jeder. Er hat ja sowieso keine Freunde, ja? Deswegen ruft mich ja keiner von seinen Leuten an. Er hat nämlich gar keine Leute. Irgendein Deutscher ruft mich da an und macht mir da hier ein Palaver, ja? Mit dir will überhaupt niemand was zu tun haben, Tufik. Keiner will mit dir was zu tun haben, weil jeder weiß, wie du bist, ja? Und ich will, dass ihr jetzt zu allen geht, zu den Garibs, zu allen und sagt, was hier gerade passiert, ja? Dass ihr sagt, denen erzählt, was hier gerade passiert. Ich tue eine Ideologie, Muslime, ich tue eine Ideologie, ja, kritisieren. Es sterben jeden Tag Menschen wegen Muslimen. Jeden Tag. Ja? Und habt das Recht, das zu kritisieren. Wenn euch das nicht gefällt, dann sagt mir, pass auf, das gefällt mir nicht. Ich kündige deine Freundschaft. Kein Problem. Ja? Aber greift mich nicht an, weil ich eine Ideologie angreife, während ihr auch unsere Ideologie angreift. Ist das klar? Ja? So. Dass ihr, wenn ihr das Video jetzt seht, wenn das rumgeht. Ich will, dass ihr rumgeht und den Leuten ein Sindling in Salzheim, in Höchst, in Griesheim, in Nied, ja, in Bonnames, ja, überall, in Nordweststadt, ja, überall, Frankfurt der Berg, überall. Ich will, dass jeder, dass ihr das entweder denen sagt, die sollen dieses Video hier angucken, ja, oder ihnen sagt, was hier gerade los ist, persönlich, ja. Und aber ihm, Tufik, ich sag's nochmal wiederholt, nichts tut, ja? Gar nichts tut. So. Und respektiert seine Kinder, respektiert seinen Bruder und seine Frau und seine Familie. Seine Eltern respektiert die alle. Ich will aber, dass ihr diesen Typ ganz klar, ja? Ihr versteht schon, ja? Leute, ich war immer für euch da gewesen in Sindling. Für jeden war ich immer da gewesen. Ich habe nie jemanden euch, habe ich jemandem was erbittet. Zweimal, ja? Oder lasst es dreimal gewesen sein. Heute verlange ich von euch, was zu verlangen ist. Und ich erwarte von euch, ja, dass ihr das tut, was getan werden muss, ja? Einmal verlangt Angel was von euch. Und ich will, dass ihr, ja, dafür sorgt, dass er seine Schnauze hält. Nicht, indem ihr ihn in den Main schmeißt oder sowas, sondern, dass ihr ihm ganz klar sagt, du machst einen ganz dicken Fehler, Freund. Wir wissen, wer der Angel ist und wir wissen, wer du bist. Hör auf mit dem Scheiß. Ja? Und in zweiter Linie, dass das nicht nochmal mit jemand anderem passiert. Weil das ist schon mit mir passiert. Ihr hattet Glück. Es hätte auch einen von euch treffen können. Ja? Es hätte einen von euch treffen können. Der weiß, meine 6 Jahre sind vorbei, meine 6 Jahre Bewährung sind jetzt vorbei und der hat jetzt Paranoia, dass ich nach Deutschland komme und ihm was tue. Das ist was los ist. Ja? Und das hätte einen von euch treffen können. Ja?
Der fragt sich hier, warum ich ihn. Der ist immer noch so auf mich, weil ich ihm eine Ausschelle gegeben habe. Natürlich gebe ich jemandem eine Ausschelle, der ein Verräter ist und Leute verraten wollte. Ja? Und wundert sich heute noch, warum. Ja? Der hat mir eine Sprachmail geschickt, dass ich die Leute immer getriezt, dass ich immer die Leute geschlagen hätte, dass ich immer die Leute, dass die immer alle Angst vor mir hatten. Ja? Tufik. Die Leute sind zu mir gekommen, wie du kleiner Wichser. Ja? Meine Mutter liegt am Sterben. Ja, und du hast nichts Besseres zu tun, als mich um 11 Uhr nachts anzurufen, zu fragen, ob wir einen Einbruch machen, du kleiner Hund. Da fragst du dich noch, warum ich dir eine Ohrschelle gebe, du kleiner Spasti. Hm? Ich habe jemanden, eine Freundin besucht, der hatte zwei. Ich habe jemanden eine Freundin besorgt, der hat in seinem Leben noch nie eine Freundin. Seine erste habe ich ihm besorgt. Seine zweite habe ich ihm besorgt. Und dann kommt seine Freundin zu mir und sagt, er hat sie geschlagen, die Freundin, die ich ihm klar gemacht habe. Ich hatte die Verantwortung dafür. Ich habe sie ihm klar gemacht und habe gesagt, das ist ein ganz netter Kerl. Ja? Und dann hat er sie geschlagen und hat noch rum erzählt, ich war eifersüchtig auf ihn. Da habe ich ihn geschlagen und du bist sauer, dass ich ihn. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Hast mich gefragt, Angel, warum hast du ihn geschlagen? Hm? Weil ich ihn die einzigen zwei Freundinnen, die er im Leben hatte, ja, ich ihm besorgt habe. Ich. Sonst hätte er bis heute keine Freundin wahrscheinlich gehabt. Ja? Und verzeih mir vor allem denjenigen, falls er das hört. Das war damals, ja? Und dann sagst du zu mir, ich hätte die Leute einfach so geschlagen, ich hätte die bla bla bla. Nein, ich hatte immer meine Gründe. Du dummer, blöder Spasti. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Also warum hast du ihn nicht geschlagen? Warum hast du? Der SED kam oft zu mir und hat gesagt, hey, warum hast du ihn geschlagen? Hat gefragt. Ja? Und dann hätte er sagen können, du kleiner Bastard, du Spasti, du was weiß ich was. Hätte er sagen können, was bist denn du für eine? Aber ich habe ihm die Sachen immer erklärt. Ja? Genau wie diesen Narbengesicht, die Bratwurst. Der kam zu mir her und hat meine Freundin beleidigt. Ja? Aber nicht vor mir. Und dann haben es mir Leute erzählt, ja, und dann bin ich zu ihm, der ist an meine Freundin vorbeigelaufen und hat sie beleidigt, ja. Und da habe ich das erfahren und habe ihm dann eine auf die 12 gegeben, ja, 20 Jahre her ist das. Der Einzige, der zu mir gekommen ist, war SED und hat gefragt, warum hast du ihn geschlagen? Und habe ihm das erklärt, er hat das verstanden. Du bist nicht zu mir gekommen, jetzt wirfst du mir vor, warum ich geschlagen habe. Soll ich überall rum erzählen, sagen, hier, ich habe ihn geschlagen, weil er meine Freundin beleidigt, habe ich keinen Grund dazu, habe ich kein Recht dazu, meine Freundin zu beschützen, damit nicht der Nächste nochmal kommt und das tut. Und der Nächste, du blöder, dummer Hund. Ja? Du kommst zu mir nach Hause und fragst mich, ob wir einen Einbruch machen. Meine Mutter liegt am Sterben, du dummer, verfickter Bastard. Ja? Du erzählst rum, komm, lass uns die Leute bei der Polizei verraten, die ganzen Drogendealer und was weiß ich was, und übernehmen hier das Geschäft. Du dummer, kleiner Wichser. Und dann fragst du dich, warum ich dir eine Ohrschelle gebe. Ja? So, Tufik. Ich will, dass ihr, ja? Lass mal das Ganze Ideologie und sowas, alles meine Videos. Ich habe das vollkommene Recht, gegen den Islam vorzugehen. Seit 1400 Jahren geht das gegen unsere Ideologie vor und ich kritisiere das. Wenn euch das nicht passt, Angel, ich kündige mir deine Freundschaft. Gut ist. Besser für mich. Ja? Weil wenn ihr das verteidigt, guck mal, was jetzt passiert ist. Ja? 300 Tote schon wieder, fast 300 Tote. Ja? Wenn ihr das verteidigt, dann habt ihr eh einen an der Klapse. Ihr müsst mal langsam mal wach werden, ja? Ihr müsst langsam mal wach werden. Und du, Tufik, du bist so dumm, ja? Und es tut mir wirklich so leid wegen deinem Bruder, weil dein Bruder ist so hochgebildet und so ein guter Kerl, ja? Es tut mir echt leid, dass ich so reden muss, ja? Aber du bist wirklich, ich weiß nicht, Alter, ja? Du bist echt das Allerletzte auf Erden, ja? Ein Verräter, ein Heuchler, ein Lügner, ja? Ein Beleidiger, ein. Du hast drei Kinder, Alter. Wird doch mal wachsen, Junge. Ja? So. Ich sag dir, Tufik, hör auf. Da gibt's Menschen, die mir viel schulden und mich sehr lieben. Ja? Und du wirst dich in Probleme reiten und ich werde davon nichts wissen und keine Ahnung haben. Du wirst sehen. Ja? Hör jetzt auf. Mach jetzt Stopp. Und wenn dein Kumpel da mich nochmal anruft, oder nochmal irgend so ein dummes Zeug machst, der soll mich anrufen, über Facebook oder sonst was, anrufen, mit mir reden, von Mann zu Mann. Aber schick dir mir nochmal so eine Nachricht von wegen irgendwas mit meinem Bruder. Ich werde morgen meinen Bruder anrufen, wenn irgendjemand bei meinem Bruder war. Tufik, Alter. Wenn irgendjemand bei meinem Bruder geklingelt hat morgen. Dann, Tufik, ich habe dich gewarnt. Familie ist was anderes, ja? Wenn irgendjemand bei meinem Bruder morgen ist, dann wirst du sehen, was los ist, ja? Christine und Christian, du Geisteskranke, Alter. Du hast eine Frau und drei Kinder. Was machst du, Mann?
Was machst du, Mann? Hä? Du geisteskranke Alter. Hä? Kümmer dich jetzt um deine Kinder, Junge. Und kümmer dich, dass du in Deutschland bleiben darfst. Ich habe dich niemals als Islamist beschimpft oder sonst was. Du lügst, ich hätte dich als Islamist und bla bla. Das stimmt doch gar nicht. Ja? Ich habe gesagt, wer den radikalen Islam verteidigt, ist ja selbst ein Radikaler. Ja, ist ein Islamist. Stimmt ja, wenn er den radikalen Islam verteidigt. Ist doch so, oder nicht, du Dummkopf? So. Oh Mann, ey. Was, du hast hier meine linke Hand, die Frau, die Kinder bedroht. Ja? Was ist das für ein Spaß? Was ist das für ein Spaß? Jemand, der wirklich gefährlich ist, der passt auf, was er sagt. Der überprüft, ob das wirklich stimmt, dass ich, ob ich deine Frau und deine Kinder bedroht habe. Und sag nicht einfach sowas so frei raus. Da weiß ich doch ganz klar, dass du den Typ irgendwo im Kiosk abgegabelt hast, ja, mit denen in seine Wohnung gegangen bist, ein paar Lines ziehst, ja, und denen 80 Euro gegeben hast. Du Spasti. Was glaubst du eigentlich, mit wem du redest? Was glaubst du, mit wem du redest? Das, was du hier versuchst durchzuziehen, das habe ich mit 16 gemacht, ja. Aber alleine und habe bei den Leuten dann in der Wohnung gestanden. Du Spasti. Ich habe niemanden gebraucht. Hast du verstanden? Ja? Und wenn du unbedingt mal Kaiser Sose diesen Film in Real Life erleben willst, wenn du das wirklich mal erleben willst, ja, halb Spanier, halb Serbe, wenn du unbedingt Kaiser Sose mal live erleben willst, dann mach so weiter, ja. So, sei doch mal glücklich, Junge, sei doch mal glücklich. Ja, was früher war, war früher. Wieso hast du immer noch Hass? Hast du immer noch Hass, weil ich dir meine Ohrschelle gegeben habe? Bist du immer noch deswegen gekränkt? Du hast doch selbst Schuld. Du kannst doch nicht bei jemandem klingeln, den seine Mutter am Sterben liegt und fragen, komm, mach mir Einbruch. Und dann nächste Woche wieder. Dann nach 2 Tagen wieder und so weiter. Ja? Da denke ich mir, hat der Junge keinen Respekt, hat er keine Achtung. Meine Mutter ist gerade verreckt und der will mich auch ins Gefängnis bringen. Du dummer, verfickter Bastard, Mann. So. Mach weiter, ich werde weitermachen. Ja? Mach weiter, ich werde weitermachen. Wenn die Sache vorbei ist, werden die Videos sowieso gelöscht. Ja? Werden die sowieso gelöscht. Ja? Aber irgendwie muss ich ja mit dir kommunizieren. Ich weiß ja, dass du die Videos anguckst. Ja? Und die Leute müssen sehen, was los ist, wer du wirklich bist. Ja? Irgendwas muss ich ja machen, weil du blockst mich ja. Sonst würde ich ja mit dir reden. Ja? Aber du blockst mich ja. Du entblockst mich, schickst eine Nachricht. Du Arschloch. Und legst wieder auf. Entblockst mich, du Hurensohn, du Bastard, und blockst mich wieder. Du geistig behinderter Dreijähriger. Wie hast du überhaupt 3 Kinder auf die Welt gebracht? Hast du deine Frau hat sie auf die Welt gebracht? Du hast sie ja nur gezeugt, ne? Und dann bist du auch noch stolz drauf. Du bist stolz drauf, weil du hier mal so tschakka, tschakka, tschakka gemacht hast und Kinder dabei entstehen. Darauf bist du stolz. Aber bist dann bei so einem Hartz-IVler, ja, den du vom Kiosk aufgesammelt hast, den 80 Euro gegeben hast und bei dem in der Wohnung am Koks. Und kleine Kinder in den Arsch ficken. Ja? Kleine Kinder zu Gericht zwingen, dass sie vor Gericht gehen, ja? Und Lügen erzählen. Du Hund, wenn das dieser Typ erfährt, ja? Dann wird er gegen dich gehen, ja? Dass du den so verarscht hast, ja? So, reicht jetzt, glaube ich. Du dummer Spast, Alter. Du hast mich hier abgeben, Mann. Sei doch mal glücklich. Guck mal, die Welt ist schön, du Spast. Sei doch mal glücklich, Mann. Da sterben Menschen da draußen, Tufik, ja? Und es ist meine Pflicht, was dagegen zu tun. Wenn ich schweige, bin ich eine Missgeburt. Bin ich nichts, bin ich ein Niemand. Da sterben Menschen da draußen und ich soll schweigen, ja? Ich soll nicht aufklären, was der Islam wirklich ist. Ja? Ich habe Muslime schon von dem Islam weggenommen, da, deswegen, ja? Weil sie erkannt haben, was der Islam wirklich ist, dass das Terror wirklich durch den Islam kommt, wirklich durch den Koran kommt, ja? Muslime selbst geben mir nicht, ja? Also wer bist du eigentlich, du Dummkopf? Du hast den Koran noch nicht mal gelesen. Ja? Die Hadith noch nicht mal gelesen. Ja? Und willst du mir irgendwas erzählen? Ja? So. Meine Fresse. Ganz ehrlich, irgendwie wünschte ich mir schon, das wäre jetzt vor 20 Jahren. Ganz ehrlich. Junge, aber wie gesagt, ich bin neugeborener Christ. Ja? Tu keinen Schritt übertreiben. Wenn du einen Schritt betreibst, du weg. Und du weißt ganz genau, wer ich bin. Da kann kommen, wer will. Ja?
wo sie einen Abpult schlagen wollten, 25 Hells Angels, bin ich auf die gerannt. Ja? Und wenn morgen jemand bei meinem Bruder ist, in der Wohnung, ja? Wenn jemand bei denen klingelt, guckt dir nochmal die vorherigen Videos an, was dann passiert. Tschüss. Alle euch anderen, tut, was getan werden muss. Ja? Ich war immer für euch da, jetzt will ich, dass ihr für mich da seid. Alles klar? Ihr wolltet mir auch oft helfen und ich habe immer gesagt, nein, ich regle meine Sachen selber. Jetzt will ich, dass ihr alle da seid. Und alle dieser Bazille, ja, der genau beweist, wie der Islam ist, ja, dass ihr ihm zeigt, was los ist.